Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit mir, Syrentin. Und zwar habe ich mir gestern Abend Octodad geholt auf Empfehlung und es sah auch schon sehr lustig aus in den Trailern und ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgezockt, möchte das Spiel natürlich neu starten, damit ihr ein bisschen mehr davon habt. Und das tun wir jetzt auch einfach mal. He's just running late. He's always late. But what on earth is keeping him? Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed! Make yourself presentable. She's waiting for you. Ganz genau. Sie wartet auf uns. Jetzt bewegen wir die Maus wie oben und ja, steuern den Arm vom Octodad. Was am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig ist, muss ich sagen. Aber genau das macht den Reiz aus. Weil manchmal ist es dann so, dass es sehr unkontrolliert ist. Aber auf jeden Fall, wie man sieht gerade, ich krieg den Arm da nicht dran. So, jetzt haben wir es. Jetzt öffnen wir den Schrank. Wenn der Arm da hingeht, genau. So geht's auch. So, jetzt wechseln wir auf die Beine. Man kann sich das aussuchen, wie man wechselt. Entweder mit Space oder mit der mittleren Maustaste. Ich mach's mit der mittleren Maustaste, es geht schneller und ja, ist annehmlicher. So, öffnen wir mal die Tür. Weiter geht's. Ja, bisschen Schwund ist immer. Ein bisschen kaputt. Na? So. Schauen wir mal. Da haben wir schon mal unseren super schicken Anzug. Und zack. Dann ist er. Oh, weiter geht's. Ja, ich bin wirklich noch nicht so wirklich geübt da drin. Oh, jetzt fällt mir der Schlüssel wieder hin. Zack, und die Tür ist auf. Hoffentlich. Na? So. Auf in den Beinmodus. Bananenschalen. Huch, da ist Wind. Egal. Laufen wir mal. Am besten ohne hinzufallen. Um etwas zu werfen lässt. Genau. Irgendwie so war das. So, zack. Und. Ach nee, das war nichts. Na, es will nicht. Es will nicht von mir geworfen werden. Na jetzt. Da haben wir unsere Fliege und ich verknoten. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert manchmal, wenn man das nicht richtig macht. Oh. Jawohl. Gehen wir mal weiter. Es ist wirklich kein Scherz. Also, man muss wirklich immer links und rechts mit der Maustaste, um vorwärts zu kommen. Was sich manchmal wirklich sehr schwer gestalten tut. Ansonsten, es macht tierischen Spaß. Also, wir müssen nämlich vorsichtig sein. Wir dürfen nicht auffällig sein. Und genau da ist schon das erste Problem. Wir sollten so wenig wie möglich kaputt machen.
I knew you wouldn't get cold feet. So, da ist meine Honey, Braut. Where's the best man? Ganz genau. Guess you'll have to get the ring yourself. Dann holen wir mal den Ring. So. So, raus damit. Do you need any help over there? Nein, alles gut. Uah. Nein. You look so handsome. So, und ran an den Finger. Ja, das war eigentlich das Tutorial schon mal für das Spiel. Ja, für den Anfang halt, Einstiegstutorial. Ich muss sagen, ich habe halt den ersten Teil gestern angespielt und habe mich sehr amüsieren müssen. Ja. Einfach ausprobieren. Ich werde auch noch weitermachen jetzt noch ein wenig und schauen wir mal, was noch passiert. Ja, ich würde sagen, ich bin etwas müde, wie man sehen kann, und ziemlich fertig. Okay. Machen wir erstmal diesen Wecker aus, geht das? Komm, wir versuchen es mal. Ach guck, hier kann man ja alles aufmachen. Huch. Also, ein paar Hemden gibt's hier. Machen wir mal den Arm weiter hoch. Aber das ist eine Krawatte. Und zwar, ganz genau, ihr könnt die Krawatten sammeln. Dafür gibt es dann wohl hinterher einen Erfolg. Genau, bei den Hemden ist es nicht so. So, schauen wir mal. Kriegen wir das Ding hier aus? Jawohl. Ach, oh, machen wir alles hier weg. Ja. Ein. Hey, look. Dad's up. Ja, Dad ist aufgestanden. Klar, traue ich dir ein Einhorn. You'll say yes one of these days. Oh, komm schon, up. Geh in die nice Küche. To see you, sleepyhead. So. Just a reminder. Koche two Kaffee. From now, jawohl. I'll be out of town. Dabei. Ja, wie ihr sehen könnt, es gestaltet sich echt manchmal sehr schwierig. Und da oben ist der Kaffee. Aber es funktioniert, man gewöhnt sich wirklich dran. So, schmeißen wir das einfach weg. So. Kann ja meine Frau sauber machen, wenn ich schon den Kaffee hier kochen muss. Im Kühlschrank bestimmt. Jawohl. Ach, schütten wir mal einfach die Hälfte wieder aus. Na, wo ist sie denn? Dad, are we gonna build a tree castle this summer? Ja, ja, komm her, Kleine. Ja. No, wizard princesses live in castles. Na. Ja. Jawohl. Thanks for the milk, Dad. Soon my bones will be made of steel. Ach, lassen wir das einfach mal. Genau, Kaffee ist fertig. Lassen wir das hier einfach mal liegen. Kann ja die Frau wegmachen. Brauchen wir jetzt nicht machen. So, ab in die Küche. I'm working on a little side project, dear. I'm going I made your coffee Danke. Just the way you like it. Ja. Sea salt and tartar sauce. Okay.
Geh raus in den Hinterhof. Das machen wir. Hamburger Grill. Brauchen wir aber keine Pause. Uch. Ja, schmeckt das jetzt nicht so gut, aber was soll man machen, ne? Uch. Any chance you know where to find an M1 modified for motor drives? Ja, wenn das noch darauf liegen würde. Super. Oh. Scheint fertig zu sein. Legen wir das mal. Ach, wir legen es einfach auf den Boden. Wenn es nicht anders geht. So. Wir könnten hier eigentlich schon mal. Rüber. Ich glaube, da muss das hin. Jawohl. Oh. Bist du fertig? Ach nee, ein Glas wollen wir jetzt nicht. Nein, wir wollen das Glas nicht. Ja. Okay. Yes, even worms are happy to be outside today. Das da raus. So. Oh, bitteschön. Birds are so strange. Why do you say that, dear? If I could fly, I would just fly to the moon and live there. So, bitteschön. Thanks, Dad. Guten Appetit. Delicious. Bisschen Ketchup. I bet they taste like. Jete den Garten. Bisschen Hausarbeit kann ja wirklich nicht schaden hier. Sieht ja ziemlich, naja, könnte man besser pflegen. Okay. Oh. Bella. Na, weg. Kommen wir da jetzt schon irgendwie dran? Nein. Da kommt man bestimmt dran, aber ich befürchte, dass ich wirklich erst alle Bälle raushole. Ich versuche mal was anderes. So. Moment. Jawohl. Da leuchtet es grün und gucken, ob wir das jetzt so rauskriegen. Komm. Komm. Hey. Gestaltet sich ziemlich schwer. Er nimmt es nicht mit raus, oder? Doch, jetzt haben wir es gleich. Jawohl. Yay, Rasenmähen. Ja, ihr könnt das ja hören, wie lustig sich das Ding hier anhört. Müssen wir erstmal ja alles wegmachen. Soll ja alles schön ordentlich hier gemacht werden. Na. Jawohl. So. Dum-ti-dum-ti-dum. Na? Noch ein kleines Stück, dann haben wir es geschafft. Jawohl. Wir haben den Rasen gemäht. Jete den Garten. Moment, ich muss das erst loslassen. Okay, unten sieht man auch immer schön in den Aufgaben auf der rechten Seite in dem kleinen Bildchen, was wir genau brauchen oder machen sollen. Also hauptsächlich die Objekte, die wir jetzt sammeln sollen, wie jetzt das Unkraut. Na, das wollen wir nicht nochmal. Müssen wir ein Stück weiter. Möglichst nicht auf die Blumen treten. Vielleicht. So. Ups. Ja, ja, ja. Deine Blumen. Ist noch alles in Ordnung. So, ich bin fertig. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Hacke das Feuerholz. Uch, uch. Ja. Hier kann man sogar rutschen.
Moin. Boah. So. Ja, haben wir. Jetzt müssen wir uns noch einmal richtig rumdrehen. Dad, when you touch trees, do they feel pain? Jeez, Stacy, dumb things like trees and animals don't feel pain. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Machen wir einfach mal alles hier kaputt. So. Wieder loslassen. Es sieht wirklich wirsch aus, das Spiel. Wenn man es sich anguckt. Aber ich verspreche euch, dass es sich lohnt. Bis jetzt auf jeden Fall. Wie ich schon am Anfang gesagt, macht es wirklich die Steuerung aus. Weil es eine Herausforderung zum Teil manchmal ist. Bis jetzt. Ich weiß nicht, ob man sich halt noch dran gewöhnt, aber ich denke mal, das wird schon an einigen Stellen sehr interessant. Oh nein! Schnell zum Vogelhaus! Dann hängen wir das wieder auf. Aufhängen! Geht nicht. Doofes Vogelhaus. Moment. Octodad, ich sehe dich nicht. So. Na super, das ist ja eine tolle Sicht. Wie soll ich denn jetzt das Vogelhaus aufheben, wenn ich es noch nicht mal sehe? Ah. So. Ja, es tut mir gerade irgendwie leid, aber ich kriege das Vogelhaus nicht da dran. Das klingt lustig. Ist es aber gerade nicht. Ich krieg's wirklich nicht da dran. Ach, Mensch. Ja, das kommt dann davon. Ah, da haben wir es auch schon dran. Warte, warte, warte. So. Honey, what's going on over there? Nix ist hier los. Alles in Ordnung. Anyway, I have a surprise for the whole family. A free trip to the aquarium. I know you think aquariums are festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you make an exception this time? For me? Oh, groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Right, kids? Well, we already have cereal. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Auf, auf. I want Sports Johnson cereal and pizza and soda and chocolate milk. And I want an apple. Doodly-do. So, ich würde jetzt auch hier meinen ersten Break machen und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich hoffe auch, dass es euch ein wenig gefallen hat. Kommentare sind gerne gesehen, Anregungen. Ich freue mich drauf. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!